Ja, moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die. Mathilde. Genau, sieht aus wie fast wie ein Gesicht, ne? Was? Das ist ja wohl gerade die Säule. Zwei Ich Augen, glaube. der Mitte der Nase und da so ist langgezogen so ein Mund. Cool, was für ein Zufall. Ja, wir wollten ja mal hier. Ich bin heiser, Entschuldigung. Unten mal ein bisschen Bäume bepflanzen, hat ja irgendwie nicht so geklappt. Dann kam die Idee von der Mathilde, dass die meint, ja, wir müssen oben einfach mal von oben ein Loch machen. Darum habe ich jetzt hier mal so lang gegraben. Das Blöde ist nur, dass der liebe Heinrich, ich sag mal, ein bisschen voreilig war, weil selbstverständlich, wenn wir ein Loch im Boden machen, können dann Zombies durchfallen, weswegen wir das Loch mit Eisenstangen nach oben absichern müssen. Leider sind die Eisenstangen bei weitem noch nicht fertig. Deswegen bin ich jetzt hier gerade fleißig dabei, Eisen abzubauen, damit wir Eisenstangen produzieren können. Das dauert natürlich, weil ihr euch eventuell erinnert, zur letzten blutroten Nacht hatten wir eigenhändige Eisenstacheln produziert. Sprich, unsere Schmiede war eisentechnisch leer. Ja, und ja, ich war gut gelaunt, hab gegraben, hab mich erstmal hier ein bisschen durchgegraben und der Bereich war ja schon markiert und dann bin ich so, gräbst du mal nach oben, dann war hier kein Stein mehr, dann war hier Erde, dann bin ich jetzt hier so hingegraben und dann habe ich da auch so ein bisschen gegraben und jetzt bin ich quasi durch. Und ja, hier fehlen halt dann die Stangen. Dass wir diesen Bereich hier quasi ja, absperren können. Dass dann, sage ich mal, Sonnenlicht nach unten gerät und vielleicht wir dann unten Bäume pflanzen können. Wir haben es nicht so mit dem grünen Daumen, aber wäre cool. Und seitlich machen wir. Oh, hier ist eine Stange falsch. Ja, die ist da leider in der Ach, Luft das machen schon die gelandet. Zombies. Aber mit dem Einstürzen hat es bisher nicht geklappt. Naja. Ja, denk vor allem dran, dass du das nach unten durchaus auch mit der Wand Habe ich abstützt. schon so ein bisschen angefangen, hier, wie du siehst. Also. Okay, also ich glaube sehr viel tiefer. Ich weiß nicht, wie tief du es haben möchtest. Oh, ich muss was trinken. Ich weiß nicht, wie groß die Bäume sind, aber diese Erdschicht würde ich auf jeden Fall schon mal gern weghaben. Also, diese Erdschicht. Wenn ich diese Erdschicht weghabe, könnten wir vielleicht nochmal gucken. Ja, solange die natürlich oben mit befestigt ist, wird das auch einstürzen. Du meinst die Erde? Aha. Ja, ich weiß. Es ist so ein bisschen. Oh, dieser Nachbar. Hör auf zu bohren, mein Junge. Oder besorgt ihr einen vernünftigen Schlagbohrer? Ja. Buddel ich einfach mal hier seitlich weg? Ich kann mal ausmachen. Nee, komm, lass mal an. Du buddelst, ich kümmere mich ums Eisen. Ja, ich mache ja auch noch nebenbei Cobblestone und dann mache ich auch noch ein bisschen Eisen. Ein bisschen abgebaut habe ich ja auch. Nebenbei. Spiele mal ein bisschen Maulwurf. Aber ich glaube, ich gehe gleich mal. Mittlerweile muss es ja auch vernünftig hell draußen sein. Ich gehe mal nach meiner Pflanzung gleich gucken. Es ist hell. Also. Oh, dann Nein! komme ich. Ich hab den Stein falsch gebaut. Nein! Scheiße, ein Dreck. Was ist denn? Ein Rudel Soldaten. Ja, ich komme. Aber die greifen mich noch nicht an, die sind auf dem Hügel. Ja, ich komme trotzdem. Mann, oh Mann, wie lange man bohren kann, ey. Vor allem auch immer so unlogisch, ne? Macht ein Loch, dann 5 Minuten oder eine halbe Stunde Pause, weil er wahrscheinlich eine halbe Stunde überlegen muss, oh, wie mache ich den nächsten Punkt? Wo bohre ich als nächstes? Wobei meine Theorie ist, der will uns ärgern. Ich glaube, dem ist es ziemlich egal. So, wo ist denn hier der Ausgang?
komme ich denn hier rüber? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, da. Okay, ich glaube, jetzt hat da eine mich gecheckt. Hui! Komm her, Soldat! Diene für Pfeil und Bogen. Oh. Oh, wir sind noch gar nicht in einem Team, mein Heinrich. Ja, kann ich auch gerade nichts. Oh, warte mal, es gibt ja Erfahrungspunkte, ne? Ja. Musst du nur noch annehmen. Oh, ich dachte, du wärst schon tot. Danke. So, dann nehme ich die mal schnell an. Danke. So. Jetzt kriegen wir auch die Pünktchen. Geronimo! Upsala. Er lebt noch! Macht Stahlgeräusch, weil er da so... Ja, der Helm wahrscheinlich. Komm, die da oben machen wir auch noch platt. Ah, hier ist noch einer. Ups, der war daneben. Achso, der steht schon wieder auf. Nippeltime! Nippeltime! Yeah. Toad? Toad. War das alles oder ist da hinter dem Hügel noch mehr? Weiß nicht, lass mal gucken. Weil die waren ja so auf dem Hügel. Trinke Flüssigkeit, du hast Durst. Gut, dann mache ich das doch mal. Ja, sieht gut aus. So, dann nehmen wir uns die Schaufel. Achso, warte. Ich kann hier ein bisschen wieder was machen, weil 12 Eisenstangen habe ich. Wollen wir erstmal nur wieder hinkriegen, dass sie richtig gedreht werden. Nein! Das wollen wir noch buddeln. Also bei mir hört das ja nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das Bohren über Mathilde hört. Ich habe ja festgestellt, dass das bei mir irgendwie nicht durchs Mikro übertragen wird, Gott sei Dank. Wenn ihr nett seid und irgendwo in einem Gebäude wohnt mit mehreren Parteien oder mit mehreren Nachbarn, tut den einen Gefallen, zeichnet alle Bohrlöcher auf einmal an, die ihr braucht und kauft euch einen Bohrer mit Schlag. Also ich weiß nicht, was der Nachbar da unten hat, das ist bestimmt so eine alte Bohrmaschine ohne Schlag, nur aus den, keine Ahnung, 80ern oder so. Das ist ätzend. Naja. Aber eigentlich kann man ja auch so sehen, der Nachbar und wir bauen beide, ja, wir bauen alle gleichzeitig. So, jetzt habe ich keine Eisenstangen mehr. Ja, und ich arbeite hier, ich will das mal versuchen, irgendwie zum Einbrechen zu kriegen. Ja, bring du das mal irgendwie zum Einbrechen. Weil ich habe keinen Bock, da die ganze Mitte da... Geh mal zu meiner Pflanzung, gucken, wie weit das da ist. Auf jeden Fall ist eine Yucca-Palme fertig geworden. Das sehe ich von hier schon. Nicht? Na, Cotton hat ja letztes Mal auch Arschspiel gefunden, also... Ist gerade nicht so... Ja, wichtig, aber fürs nächste Mal.
Genau. Aloe Vera wächst, 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 wächst. Cotton Seed. Cotton Growing. Growing. Kaffeesamen. Oh, nee, Kaffeesamen. Hat man Kaffee überhaupt seit dem Update mal getestet, ob das was bringt? Sollten wir echt mal tun. Ja, könnte man machen. Soll ich mal Kaffee kochen? Ja, koch mal Kaffee bitte. Wenn du dann möchtest. Koch ich mal Kaffee und geh dann wieder in den Keller. Wenn du möchtest, kannst du auch einen Real Life Kaffee kochen. Das mache ich in der Nacht. Okay. Wie sieht's mit Hunger und Durst aus? Hast du hier irgendwie Nahrung? Ich gehe erstmal, ich mache mal Mittag. Pause. Oder Frühstückspause. Das wollte ich gerade sagen. Es ist noch ein bisschen früh für meine Mittagspause. Ja, aber. Weil dann lädt sich vielleicht mein Stamina ein bisschen auf. Wie kommt man hier rein? Ah! Da hat gerade eine Kreischerin einen Baum kaputt gemacht. Okay. Also es wirkte so, als ob da was aus der Entfernung. Ich krieg keinen Schleichschaden. Warum das denn nicht? Weil sie dich gesehen hat. Och nee, das geht gar nicht. Die kann mich gar nicht gesehen haben. Sie ist schon tot. Nochmal nach. Diese Bäume muss ich unbedingt abhacken, aber es kommen keine Zombies. Aber die wachsen doch wieder. Wenn die größer sind, lassen wir da einfach die erste Reihe stehen. Nein, die sind scheiße. Die nehmen uns die Sicht. Ja. Ja. Weil du nie zu faul bist, um 5 Meter zu laufen. Ja. Ach, reparieren muss ich auch. Ja, ich muss auch reparieren. So, was brauche ich denn? Was brauche ich denn für Kaffee? Auf jeden Fall Kaffeebohnen. So. Achso, ich habe keinen Brennstoff da. Nix zu essen. Kaffee. In einer. Im. Hier, da ist noch Essen drin. Wo? Na, im Feuer. Im Feuer, ah. Feuer, Ah, hier. Steak and Potato Meal. Oh, das gönne ich mir jetzt. Oh, das Steak sieht so lecker aus. Oh, leicht blutig. Oh, Ich krieg Hunger. Im Real Life. Oh, das fühlt sich. Das schmeckt bestimmt ganz toll. Mathilde gut gekocht? Ja, vom Bild her schon alleine, ja. Das Heimmaschinen können wir auch mal gleich reparieren. Repair. Dann nehmen wir auch mal Können wir nicht reparieren. Okay. Den Rest, der kann noch ein bisschen kaputt gehen. Die vier Eisenstangen, die gerade fertig sind, die nehme ich auch gleich wieder mit. So. Buddeln. Ich habe noch 24 Fackeln. Soll ich die? Teil die mal. Soll ich die mal hier so am, so am Rand des Hangs machen? Ja, mach. Damit wir die schon vielleicht in der Nacht auch vom Hang sehen. Weil letztes Mal, die Dunkelheit ist ein bisschen besser geworden. Also da, wo die Fackeln von uns stehen, da haben wir sie auch gesehen. Aber sonst so eher ein weniger. Mach mal. Ich mache. Ich geh hacken. Und gucken wir mal nachts, wie es ausschaut. Ob wir noch mehr brauchen, weniger. Ich bin im Keller. Keller. Ich bin ein Maulwurf. Okay. Der auch noch singt. Ja. Ah, und? Irgendwas liegt doch hin. Ach nee, scheiße. Für den, für den Stahl habe ich immer noch Level 70 gebraucht, glaube ich. Ja, ich glaube 70, 65, irgendwie sowas war das. Ja, wenn 60 ist, ist es. Ups, da ist es zu weit. Die waren zu weit. Guck mal. Guck mal, ja.
Hammer and Forge. Ah, Level 70, ja. Kacke. Scheiße mit der Scheiße hier. So. Echt, ey. Leg doch da hin. So, ich habe jetzt gerade erstmal meine Kraft ein bisschen aufgelevelt. Das ist nicht verkehrt. Vor allem auch meine Tragekapazität. Oh ja, das könnte man auch mal verbessern, das stimmt. Das ist jetzt endlich erstmal Level 2 überhaupt. Da gucke ich auch sofort nach. Wo war Tragekapazität? Unter Muskeln wahrscheinlich. Ja. Da bin ich schon die ganze Zeit bei 2, aber ich könnte einen aufsteigen und noch einen. Oh. Bin bei Stufe 4. Das heißt, ich kann ganz viel tragen. Juhu. Mir fehlen noch 6 Felder. Ja, ist geil. Wow. Ich habe jetzt 3, 6, 12 dazu bekommen. Dingsbums. Willst du das holen? Ein Dingsbums. Guck mal gleich, wo das Dingsbums gelandet ist. So, Dingsbums, wo bist du? Ja, das ist hinter so einem Bereich, den ich noch nicht kenne. Aber ist schon nicht schlimm, lernen wir halt kennen. Ach so, das ist ja auch mal gesagt. Ja, da war ich aber noch nicht, ist ja kein Ding. Dann Garage auf. Auf zum Dingsbums. Upsala. Moped Power. Oh, das war doof. Kreischerin hat mich auf dem Moped gesehen und das an der Basis. Und die ist genau. Und die ist genau in deinem Wäldchen. Den ich schon ein bisschen abgehackt habe. Das ist das Doofe, wenn man die nämlich nicht sieht. Dann kommen nämlich so dicke, motivierte Leute, die nämlich sehr schnell sind, auf einen zu, ein dickes Geschwader. Dickes Alter Schwede, die können ja laufen. Schneller als ich im Real Life. Tja, da also würde ich mir jetzt mal Gedanken drüber machen. Solange ich noch zurückgehe, sind die trotzdem nicht so schnell wie Footballer oder so. Ich ziehe sie so ein bisschen von der Verteidigung weg. Einfach mal sterben, wenn eine Maßnahme, Ladies. Ah, bergauf können sie nicht so schnell. Ah doch, da hing nur irgendwas. Ah, wie die Pfeile fressen, ey. Jetzt muss ich mal ein bisschen laufen. Also ich würde ja irgendwie ins Dings reinlaufen, in die Basis. Ja, und dann in die Fallen locken, die wir dann wieder neu bauen können. Oh. Da habe ich keinen Bock zu. Ich mache das immer so, dass ich die Zombies weglocke. Na, für die Blade Traps brauchen wir schon. Stirb doch mal. Gib mir die ganzen Pfeile wieder. So, hier haben wir auch noch eine erledigt. Hier auch. Die Pfeile schnell aufheben. Ich möchte sie nicht vergeuden. Ey, Junge, bleib mal hier. Ey, komm mal her. Hallo. Ups. Brauche nicht, weg damit. Ich weiß bloß gar nicht, ob ich die Kreischtante erwischt habe. Das weiß ich auch nicht. Ich sehe nichts.
Aber wenn ich, wenn sie hier wäre, hätte sie ja nochmal geschrien und dann wäre ich ja... Wahrscheinlich, ja. Gut. Wo ist mein Moped? Das weiß ich nicht, wo dein Moped ist. Nee. Ach, da steht's. Gott sei Dank. So, weiter geht's. Dass das Ups. Moped schon wieder verschwindet. Also unsere Mopeds gehen nicht kaputt, die verschwinden einfach. Ja, das ist hart. Also immer abstellen, wo es nicht uneben ist. Boah, schon 14 Uhr. Wo ist der Tag hin, ey? Bisschen gebuddelt. Ja, und dann schon Tag rum. Ein bisschen Moped fahren, ein bisschen Zombies kloppen. Level 60. Noch 10 Stufen, dann kann ich endlich Stahl machen. Juhu! Dann können wir auch Blade Traps machen. Ja, die Gräben sind ja schon breit genug dafür. Oder machen. Nein, ich glaube, die brauchen 3 sogar in der Breite. Oder machen wir die nicht in den Gräben, sondern nach den Gräben quasi. Ich würde sagen, nach den Gräben. Das heißt, wenn sie aus den Gräben rauskommen, dann klatsch, genau. Klatsch, klatsch. Dann gehen nämlich die Blade Traps auch nicht ganz so schnell kaputt. Die anderen Fallen können wir ja besser, also sind ja günstiger als die Blade Traps, denke ich mal. Richtig. Ach ja. Boop, boop, boop. Ich hoffe, dass die anderen Fahrzeuge andere Töne haben. Oh, das hoffe ich auch. Also, ich hätte mir, also wenn ich das Spiel entwickelt hätte oder gemacht hätte, ich hätte mir auf jeden Fall diese Mühe gemacht. Ja. Also bei Fahrrad. Warte mal, war ich hier schon mal? Fahrrad hätte ich eine stinknormale Klingel einfach gemacht. So Ring, Ring. Ja, ich glaube, das weiß ich gar nicht. Hat, nee, hat's auch nicht. Nee, ne? Die hat auch dieses. Home Cooking. Aha. Aber ich hoffe, das Motorrad hat definitiv einen anderen Sound. Hoffe ich auch. Die Map will ich. Müsste da sein. Oh, hier ist ein Rucksack, nehme ich mal gleich. Nix drin. Ich überlege mir, ob ich den Laden gleich angucke. Hol vielleicht erstmal den Drop und dann kannst du ja den Laden. Der Drop ist gleich hier. Der Drop ist gleich hier. Der müsste gleich hier sein. Genau. Hier hinter diesen ganzen Steine und whatever hier. Zack, mal her hier. Ach nee, scheiße. Erst gucken. AK-74. Nice. Den Compound-Punkt zerlege ich gleich. Essen, Honig, 6 Schuss für ein Jagdgewehr, was ich auch gleich zerlege, weil wir haben schon Jagdgewehre, die schon Stufe 2 haben. Aber die AK Stufe 6. Ja, die ist geil. Stufe 6, also. Stufe 6. Ich glaube, wir haben noch keine Waffe Stufe 6. Nee, noch kann ich auch nicht Stufe 6 bauen. Das ist mein Moped. Gefällt dir mein Moped? Das ist mein Moped, habe ich gesagt. Wenn du eins willst, kauf dir eins. So. Park mal mein Moped da, wo es hingehört. Ups. Diese Fahrzeuge, die ein bisschen kaputt sind, die könnten ja eigentlich was haben, ne? So Motoren und so, ne? Ja, die können wir immer brauchen. Ja, ich nehme mal das eine nämlich mal hier auseinander, das so ein bisschen Karosserie hat. Ja. Siehst du, gab schon eine Batterie. Sehr schön. Ich zerleg sie gleich alle. Ohrschlag! Ein Juckelt! Powerschlag ist gut. Achso, man kann ja mal reingucken, ob da was drin ist. Dupdi-dupdi-dup, ein Bergbauhelm. Ist auch immer gut. Aber nur Stufe 1. Aber ich... Egal, es ist ein Ersatzhelm. Genau, sehe ich auch so. Sehe ich doch auch so.
Motor gekriegt. Sehr schön. Das lohnt. Außerdem werden wir die Motoren auch noch hundertprozentig benötigen für die Motorräder und Autos. Für die Motorräder, für die Autos, für unsere Generatoren. Ah, Generatoren. Um die Blade Traps ja. zu betreiben. Nee, das war's. Das muss man ja alles bedenken. Modifizieren will ich nicht. Shit. Was denn? Ich hatte, oh Gott, ich hatte mein Moped nicht ausgeräumt. Ich dachte schon, das ist wirklich Schlimmes. Also ich find's schlimm. Ja, aber es hätte auch schlimmer sein können. Das meine ich damit. Ja. Das habe ich hier. Jetzt bin ich schon überladen fast und habe ich keinen Schluck. Aber du kannst doch so viel schleppen. Ja, darum bin ich jetzt auch so gut gelaunt gewesen und habe alles nicht ausgeräumt. Oh, die kann ich mal stacken. Und das kann ich zur Not zerlegen. Das können wir zerlegen. Joa, Armbrustbolzen. Das können wir draufpacken. Jetzt nur esse ich gleich mal ein bisschen was. Das geht schon irgendwie. Na dann. So, ja, passt schon irgendwie. So, da ist noch ein Auto. Autoreifen kaputt machen lohnt ja nicht mehr, hast du gesagt, ne? Ich glaube nicht. Also, ich weiß nicht, was die bringen. Plastik oder so. Wobei Plastik ja auch nicht schlecht ist. Also, ich weiß nicht mehr, was die bringen. Ja, ist ich schon guck, so lange her. Ich guck gleich mal. Ich lass mal ein Fahrzeug von so einem Zombie zerstören. Mal gucken, ob die Fahrzeuge noch explodieren. Das war ja mal so, ne? Ja. Aber da war das ein Wölfchen. Was, ein Wölfchen? Das war ein Wölfchen, glaube ich, ja. Komm her, kleiner Mann. Na komm, komm. Ach, der will außen rumlaufen? Nein, der haut. Hau mal kaputt. Es ist wirklich immer noch so. Macht immer noch Puff? Scheiße, der lebt ja noch. Und er hat hier so eine tiefe Grube gemacht, aber... Ja, ja, weil das alles um den rum explodiert ist. Er hat überlebt. Okay. Ich hätte es auch gedacht, dass er stirbt, aber nein, der Herr überlebt. Hm. So. Lampen habe ich da nicht drin. Federn haben wir nicht. Ja gut. Rohre machen wir wieder kaputt. Sprit können wir ja mal ein bisschen tanken. Und dann hacken wir mal ein, zwei Autoreifen kaputt. Bringt Plastik. Ah, oh, Plastik ist auch nicht schlecht. Das brauchen wir für Reifen. Also mit dem Powerangriff können die keinen Gegenschlag machen. Bei dem normalen Schlag könnten sie das ja machen. Hm. Powerschlag, dann liegen sie und dann können wir schön Spaß haben. So, ist echt gesichert hier der Laden. Ah, hier ist kaputt. Glas abkloppen und gleich wegschmeißen. Noch kein Mensch. Oh, ein Dicker. Ach, ist zerbrochenes Glas, Mister. Aber hier dieses, dieses Restaurant habe ich noch gar nicht entdeckt gehabt, also. Steht aber auch doch, nur alleine. Ich war da schon. Du warst da schon drin? Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall war ich schon da. Ich sehe es ja gleich, wenn ich drin bin, ob da alles gelootet ist. Hm. Ah, ich glaube, ich muss mal nach oben. Ich höre hier was rummeckern. Ist doch irgendwer oben. Der da nicht hingehört. Da muss die Mathilde mal ein Machtwort sprechen. Also Registrierkasse war nicht gelootet. So, wo wird die hier rumgemeckert, hä? Sind schon alle tot. Nee. Irgendwo meckert sie.
Uff, hab ich mir... Och. Ich dachte gerade, das wäre das Licht oder so. Darum war... Aber es ist ja nur... Die habe ich gerade irgendwie so aus dem Augenwinkel gesehen. Ich dachte, warum auch immer gerade, das wäre ein Lichteffekt. Aber... Naja. Oh. Hi, Jukit! Genau das hatte ich befürchtet, dass das irgendwann passiert. Kommen Sie rein? Ja, und ich komme hier aus diesem Scheißloch nicht raus, weil du so super gebuddelt hast. Na. Naja, ist dein Loch. Nicht Mann, dass das sicher ist in der Nacht. Das wird schon Spaß machen. Ach, hinten war die Tür offen. Dann war ich wohl doch schon drin. Kann durchaus sein. So. Ah, Vogel! Oh, dann geh ich mal. Boah, diese Touristen haben aber auch echt keine Manier. Oh. Ja, ich glaube auch, hier sind die Türen offen gewesen und dann ziehe ich mich zurück. Nein, Bauarbeiter, du gehst in die falsche Richtung. Komm mal schön weg vom Loch. Möp, möp. Nein, die Straße einfach folgen und dann komme ich nach Hause. Oh, da ist ein Wolf. Hi, Wolf. Ach, querfeldein rehe ich das Risiko jetzt nicht mehr ein. Boah, wieso treffe ich nicht? Doch. Ich hatte sogar noch dein Fahrrad dabei, ne? Oh. Ja, ich habe ihn irgendwann nicht ausgeladen, weil es wahrscheinlich schon zu spät war. Selbe Situation wie jetzt eigentlich. Ja, ich wollte eigentlich noch nur die Stangen, die ich jetzt noch gemacht habe, auf deine Bube drauf. Ja, 4 habe ich auch noch. Ich bin ja gleich da. Ja, 20 sind schon in der Spiegel wieder. Ja, das sollte, glaube ich, reichen schon fast, oder? Nein. Nein? Okay, wenn du das sagst. So. Scheiß fette Touristen. Ja, die Touristen sind echt... Es gibt sehr viele dicke Leute in diesem Spiel, ne? Kommen die Entwickler rein zufällig aus Amerika? Oder haben die was gegen Dicke? Haben die was gegen mich? Was? Aber so wirklich dick sind doch nur der Polizist, der Tourist und die eine Mutti da. Ja, und noch dieser standarddicke Zombie. Der sehr früh aufgetaucht ist. Ja, okay, aber... Wo die sich auch von der Dicke bis unterscheiden, ne? Ja. So, wir haben doch hier auch mittlerweile, da ist dein Moped, Kisten. Kommt der Sprit rein. Und hier kommt dann Batterie. Und dann, ja, Motor. Lämpchen. Oh, nee, ey. Ich will hier die Dinger machen und nicht mit dir spielen. Scheiße.
Zombie an der Backe oder was? Ah, Kreischerin und hat auch gekreischt. Oh, oh. Oh, ich treffe nicht, ey. Was kann ich da noch hin tun? Voll. Bist du am Fighten? Ach, wie kommst du auf die Idee? Ich frag doch nur. Bist du am Loch? Ah, da ja. Sehe ich dich. Aua, nicht getroffen. Muss man auch noch drehen. Ja. Drehe ich die denn, dass sie so nach unten gehen? Du musst R gedrückt halten auf Advanced. Das musst du dann zweimal machen. Ups, das war falsch. Hä? Also ich gehe schon auf Advanced, aber es ändert sich irgendwie nichts. Ich musste nochmal Advanced machen. Ah. Ah, wir sind falsch rum. So sieht das doof aus. Egal. Sieht doppelt gemoppelt aus. So. Ja, die schweben, die machen sie sowieso kaputt. Ja, ja. Aber es sieht so cool aus mit den Hängen. Naja. Dann gehe ich erstmal ins Haus. Ja. Eigentlich könnte man noch mehr Fackeln bauen und dazwischen... Ja, kannst du ja machen. Brauchst du Fett, Holz und Stoff? Nö, ich puddel erstmal. Gleich weiter. Aber der Stoff, das ich dabei habe, kann ich ruhig verwenden, das stimmt schon. So, ist unser Kleidungsschrank schon voll. Ja, wir hatten ja hier hinten noch welche, glaube ich, ne? Da ist noch Kleidung. Noch mehr Kleidung. Rein zufällig, immer Licht aus. Bett hier noch irgendwo. Rezepte. So, ich glaube, wir packen jetzt ein bisschen rum und dann werde ich noch ein bisschen buddeln gehen und dann, ja, ich glaube, wir können die Folge beenden. Was machen wir morgen? Gute Frage, gute Frage. Vorschläge. Wie sieht's denn aus? Kannst du denn schon sowas wie einen Generator bauen? Kannst du schon mal Elektrizität irgendwie sowas machen? Dann würde ich sagen, musst du dich nachweisen. Das war unter Advanced Engineering, ne? Ich glaube. Dart Traps, Blade Traps, Electrical Fence. Das kann ich jetzt
nächste Stufe bauen. Also kannst du auch einen Generator bauen. Wo... Da würde ich sonst im Zweifelsfall... Basic machen. Electrical Components. Advanced Electrical. Den muss ich allerdings... Generator kommen. Bank. Okay, sogar ich könnte eine Generator Bank bauen. So. Gut. Das kann man einfach... Du kannst ja gucken bei dem, was man so bauen kann. Und dann gibst du das einfach mal ein. Und entweder ist es dann weiß hinten, das Symbol, oder ist es grau. Man könnte schon das Fahrzeug bauen. Welches? Das große, den Jeep. Du kannst das schon bauen? Also es ist noch grau. Warte mal, ich gehe an dieses Ding. Also wenn es grau ist, dann ist das zwar schon aufgezählt, dass es das gibt, aber dann kannst du es noch nicht bauen. Das habe ich gerade weiß sein. Das habe ich ihn gerade eingegeben. Aber das kannst du eigentlich erst nach den Motorrädern bauen, vom Lärm her. Wo war ich gerade drauf? Da draußen ist ja, das ist schön. Party. Ich hoffe, die sind nicht im Loch. Nein. Gut. Die laufen in den Stacheldraht. Sehr gut. Recht, dass man da keine. Okay, Punkte kriegt. Morgen werden wir dann so ein bisschen Elektrizität bauen. Heinrich wird elektrisch. Ja, so ungefähr. Okay. Dann bis morgen, haut rein. Ciao. Tschüss.